Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon Wonderful Life. Ich bin jetzt nicht mehr so müde, wie ich bei der letzten Aufnahme war. Das war wirklich nicht gut. Ich war eigentlich erst total motiviert und habe dann gedacht, ja, jetzt nehme ich auf und super und cool. Und dann hatte ich gerade die Aufnahme begonnen und dann kam, ja, dann kam das Sandmännchen, pustete mir einmal kräftig einen Sandsturm ins Auge und sorgte dafür, auf zum Meckern, du Kuh, und sorgte dafür, dass ich dann eben die ganze Zeit rumgegähnt habe, was mir leid tut, aber was in dem Moment nicht zu ändern war, und ich wollte halt auch nicht den, den Part dann mitten in der Aufnahme beenden, also nee, die Aufnahme mitten im Part beenden, ja, ja, weil ich ja eben auch ein bisschen vorankommen will. Meine Semesterferien sind auch bald vorbei, das heißt, ich muss langsam so ein paar Aufnahmen auf Vorrat machen. Oh, sie ist trächtig, das ist schön. Ja, weil, ach, stimmt, Holly war ja schon wieder rund und runzlig? Rund geworden. Ich weiß nicht, warum ich gerade runzlig gesagt habe, egal. Ja, irgendwie war es in diesen Ferien nicht so, wie ich es mir vorgenommen hatte. Was sehr ärgerlich war, aber eben nicht zu ändern. Es lag unter anderem daran, dass ich ja für die Theatergruppe mein Cosplay nähen musste und dabei sehr viel Zeit in Anspruch genommen wurde. Also wirklich, da ist richtig viel Zeit bei drauf gegangen. Was nicht schlimm ist, weil es ist jetzt fertig, aber na gut, 2 Wochen hat es mir schon genommen. Und dann noch die Hausarbeit, die ich geschrieben habe. Da kam einiges zusammen, was dafür gesorgt hat, dass eben mein Terminplan nicht so geklappt hat, wie ich es mir eigentlich vorgenommen hatte. Dankeschön. Ist ja nicht so, als wäre das nicht schon schwer genug, euch durch die Gegend zu bewegen. Mann, ey. Ja, Holly ist gut. Geh mir jetzt nicht auf den Keks. So, ich wollte die Schere holen. Und Holly dann die Ohren abschneiden. Ha! Nein, natürlich nicht. Würde ich nie tun. So. Hallo, Antivia. Nein, ich spiele dieses Spiel nicht auf einem Emulator. Ich muss mir jetzt langsam echt angewöhnen, dass ich das nebenbei immer noch mal sage. Weil es gibt unter ignorante Leute auf dieser Welt, die sind scheiß interessiert, dass ich das schon 30 Mal gesagt habe und trotzdem noch fragen, wie der Emulator für dieses Spiel heißt und warum das Spiel bei mir so flüssig läuft, weil bei seinem Emulator funktioniert das nicht. Kann vielleicht daran liegen, dass ich das Original auf der Konsole spiele. Aber man weiß es nicht. Ich kann ja auch Mist erzählen. So, wir wollen das da. Und das da. Und dieses. Die will ich haben. Und jenes. Oh, ich habe Post. Aber das ist jetzt nicht wichtig. So. Winter bis Sommer. Die dürften noch. So, dann schauen wir nochmal in unser Inventory, in unser Inventar. Gucken mal, was wir gerade zusammengesammelt haben. Also, wir hatten eben Radita, Winter bis Sommer, die können wir aussehen. Frühling bis Sommer langsam. Ja. Winter bis Sommer sehr schnell, das ist auch gut. Und Candy, sehr schnell. Ja, die können wir noch aussehen dann. Auf die Karte wollte ich nicht. Ja, ich weiß. Also es ist nichts Dringendes oder so, aber ich sollte mir vielleicht angewöhnen, ich habe ja mir schon angewöhnt, dass ich Skype und meine ganzen Messenger ausmache, wenn ich aufnehme. Aber so... Moment. Nee, nehmen wir erstmal den langsamen. Wo war denn der? Da. So, aber den ganzen anderen Kram, so wie Facebook und so die anderen Sachen, die man so im Explorer offen hat,
daran habe ich mich noch nicht gewöhnt, dass ich die ausmache. Jetzt habe ich einen Frosch verschluckt. Ach ja. So, dann kommen noch die Kabbersamen dazu. Kabba. Klingt wie Kappa, also nach Gurke. Ja, ich mag Gurken. So, und Radita war... Nee. Schnell, okay. Säen wir aus und bewässern wir. Ich guck mal erstmal noch. Okay, wird bald blühen. Das ist in Ordnung. La 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 la. Jetzt ist bald wieder Nachmittag, ist es nicht schön. Dann können wir gleich beim Gießen beobachten, ob jetzt irgendwas reif wird. Vielleicht von den Kartoffeln was. Oder von den Kartoffelpflanzen, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das alles Kartoffeln sind. Und ich bezweifle, dass das Wasser, das wir jetzt in der Gießkanne haben, ausreichen wird. Aber gut. Oh, Halle Wang. Dann kann ich Hollys Wolle gleich verkaufen. Das ist doch schön. Ich musste mal kurz den Ton auf meinem Ohr ein bisschen leiser machen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich euch ziemlich in die Ohren schreie. Und ich hatte ja eben schon geguckt, ob mein Ton laut genug ist. War er. Von daher... So, aber wann ist zu früh? Ja, ich weiß. Vielleicht sollte ich bei Facebook abschalten, dass ich eine Benachrichtigung, also einen Ton kriege, wenn ich eine Benachrichtigung habe. Ob man das abschalten kann, ich weiß es nicht. Oh, da ist einiges gerade reif geworden. Und da blüht jemand. Ich kann mir gar nicht abgewöhnen, da mitzusummen. Das ist irgendwie schlimm. Aber wir haben jetzt herausgefunden, dass... Nee, haben wir gar nicht, weil ich mitten im Gießen festgestellt habe, dass ich nur 20 Quadrate übrig habe. Egal. Also die eine Reihe sind mehr als 10 Pflanzen. Anpflanzbar. So, bevor ich dann aber dünge, werde ich noch schauen, dass ich die restlichen, die ich jetzt ernte, wieder aussähe. La 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 la. Bring. So. Dann schauen wir jetzt erstmal. So, du bist nicht reif. Die blüht angeblich. Ich sehe da nichts. Also die hier blüht ja, aber die blüht doch gar nicht. Also das Grüne da oben soll die Blüte sein. Ist vielleicht ein Dingsfehler. Na, ein Texturenfehler. Berito wird bald blühen. Aber die... Oh, was ist das denn? Tataro. Ach stimmt, die hatten wir glaube ich schon mal, oder? Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Mehr ist nicht reif geworden? Ernsthaft? So richtig ernsthaft? Mehr ist nicht reif geworden? Eine? Na gut. So, was haben wir denn da? Na, nehmen wir mal die Radita. Weil sie da oben sitzt. So, und wir schauen mal... Nee, das bringt so nichts. Wir müssen das im Inventar finden. Also so in dem Inventar. So. Hier, Düngemittel. Dann kann ich bald, morgen oder so, bei Wester mal vorbeischauen und neues Düngemittel kaufen. So, warte mal, wie viel haben wir denn? Also wir hatten 81. Sollten wir uns jetzt mal merken, dass ich jetzt ungefähr weiß, wie viele Pflanzen in einer Reihe gepflanzt werden können. Ich könnte auch einfach zählen, aber das wäre ja viel zu einfach.
Ich meine, dann wäre das einmal gezählt und dann ist gut. Aber so muss ich ja auch noch im Kopf rechnen. Ja. So. Oh, und draußen zieht es gerade zu. Wir haben 8 Grad Celsius. Und es nieselt. Und es wird mit Sicherheit noch richtig regnen. Aber das finde ich gerade echt schön, weil... Also ich habe mich ehrlich gesagt dieses Jahr richtig auf den Frühling gefreut. Obwohl wir keinen so extrem langen Winter hatten. Sommer auch nicht, aber wir hatten ja keinen so extrem langen Winter. Nur an einigen Tagen war es schon echt unangenehm kalt, muss ich sagen. Ja, Facebook, ich weiß, ich bin gerade wichtig. Es wäre nur schön, wenn der Ton auch jetzt von Fraps aufgenommen wird, weil sonst könnten die einen oder anderen vielleicht denken, dass ich ein Rad abhab. Abgesehen von dem, dass ich sowieso abhab. So, wir hatten 81, sind jetzt bei 53. Ach du Scheiße. 28, 14. So, wir haben 14 Pflanzen in einer Reihe. Das ist schön zu wissen. Habe ich im nächsten Part wahrscheinlich sowieso wieder vergessen oder spätestens in der nächsten Aufnahme. Von daher... So. Na, 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 na. Gut, dann können wir die Kühe schon mal rüberschieben. Warum bist denn du nach ganz da drüben gelaufen? Also ich ritt mit der hier. Damit. Mit wer bist denn du? Sophie! Na gut, Melanie, komm, dreh dich mal um. Du bist nicht trächtig, ne? Nee, Melanie ist gesund. Die hat ja erst gekalbt. Von daher. Ach, warst du schon? Von alleine? Das wäre ja cool. Wenn es denn so ist. Gut, aber erstmal verkaufe ich mal meinen Kram bei Wang. Hallo. Hi. Hi. Hey. Mm. Ich möchte gerne das da verkaufen. Und ja, ich weiß, ich habe nicht gehandelt, aber ich meine, schaut euch unser Geld an. Und im Moment geben wir das nur für Düngemittel aus. Und dann und wann mal Futter nachbestellen und einen Kuhwundertrank. Aber sonst nichts. Also, und ich habe ja jetzt auch diese Aktion mit den Baumsamen nicht mehr gemacht. Von daher denke ich mal, dass das jetzt so ausreicht, was wir jetzt an Einnahmen haben. Und wenn nicht, kann man jederzeit mit den Baumsamen wieder anfangen. Von daher, es ist aktuell nicht allzu wichtig. Hey. Nee, ich schubsen. Hast du mich verstanden? Du Schaf? Hm? So. Die parkt auch ein bisschen zu weit vorne ein, ne? Eigentlich müsst ihr mit ihrem Euter hier stehen. So. Dann sammeln wir mal ein bisschen was. La 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 la. So. Ich finde irgendwie auch diese Anzeige hier ein bisschen sinnfrei, weil man kann die Kühe, die keine Milch geben können, da nicht reinschieben. Das ist halt irgendwie nur so eine Anzeige dazu, dass Emiro nicht gemolken werden kann. Uhu. Wo ist eigentlich mein zweites Entchen? Ist es noch drin? Habe ich das vergessen? Glaube ich nicht, aber... Nee. Hier ist kein Ententier. So, wo ist denn dein Kumpel? Ach, da, vorne. Oder ist es Anne? Wer bist denn du? Lass dich mal schmusen. Wer bist du? Nee, DK. Hatte schon recht. Gut. J
Janet muss bald mal gewaschen werden, aber das können wir auch am nächsten Tag machen. Ah, ich sollte vielleicht auch das wegbringen, was ich heute geerntet und so habe. Habe ich das weggebracht? Nee, habe ich nicht weggebracht, ne? Ach, ich bin so verwirrt manchmal. So. Na. So. La 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 la. So, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Harvest Moon, A Wonderful Life wieder. Ovary.